Guten Morgen. Wir machen heute ein ganz einfaches French Design. Dazu brauchen wir die Platte M19 von Conrad. Und wir nehmen da das mittlerste French, also das kleinste, weil ich so kleine Finger habe. Okay. Also wir nehmen eine weiß und ihr braucht am besten Deckweiß, sieht besser aus. Und dann eine rote French Spitze machen wir. Also mit Deckweiß sieht es besser aus. So. Und jetzt schon mal die Platte vorbereiten und dann ein durchtränktes Wattepad braucht ihr, ein trockenes, dann die Platte, den Stempel und den Schaber. Also wir haben ihn jetzt trocknen lassen und jetzt nehmen wir die rote Farbe, wenn sie aufgeht. Und pinseln jetzt einfach mal das mittlere an. So richtig blutrot ist das. Reichen es ab. Und dann aufstempeln. Ah, noch schlimmer. Okay, also nochmal von vorn. Ich habe jetzt nicht gescheit aufgestempelt. Okay, also wir haben es jetzt auf dem Stempel drauf. Und dann legen wir so an der Kante an und setzen es über. Und dann hat man eben so ein French Design. So, das ist jetzt also was ganz Einfaches. Das ist ein ganz einfaches French Design. Und ja, da kann man auch nicht viel falsch machen. Okay, also dann immer wieder alles reinigen und die Schablonen auch und den Schaber und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.